Ja, Leute, es geht weiter hier mit diesem tollen Spiel Zelda's Adventure. Beim letzten Mal haben wir den ersten Boss, Lord, besiegt, der einfach nur Troll rückwärts geschrieben heißt. Ja, also auch wirklich mit zwei L am Anfang, Lord. Aber das nur nebenbei. So, ich werde jetzt wieder so schnell wie möglich den Weg zur Stadt suchen. Weil, zack, hab gesehen, abgeblockt. Weil ich mich nicht bewegt habe. So, nebenbei ein bisschen Geld noch mitnehmen, aber auch nicht allzu viel, denn in der Stadt gibt es tatsächlich viel zu kaufen. Nicht nur viel zu holen, nicht nur das, was wir beim letzten Mal gekriegt haben, die olle Flöte. Nee, nein, es gibt auch mehr. So, oh, ey, das ist so schön. Und ja, ich überlege halt echt, zack, abgeblockt. Bevor zum zweiten Tempel, ob man da nicht echt, ob man da nicht echt noch mehr Herzcontainer holt. Also ein auf jeden Fall, wo es dann eventuell noch einen zweiten und ich könnte dann sogar noch einen dritten holen. Da habe ich schon 3 von 4 Herzcontainer, die es so auf der Overworld gibt. Das wäre doch geil. So, komm jetzt her hier, tschüss, Mann. Ja, gebt mir schön eure Rubies. So, ich schnell vorbei. Ach, der olle Typ schon wieder, den ich falsch verstanden habe. Ja, manchmal, die sind Englisch, man, beim ersten Mal versteht man es irgendwie ja nicht so richtig, wie es gedacht war, aber ja, wurde auch in den Kommentaren geschrieben, die sagen eigentlich was ganz anderes. Mal so ein bisschen anders. Er sagt irgendwie, ja, die Bobbles sind so dumm, die versuchen, Suppe mit der Gabel zu essen. Was ja tatsächlich sehr dumm ist. So, hier rechts waren wir noch nicht, aber hier war auch später hin. Ich kann einmal kurz einen Sneak Peek machen. Das ist nämlich eine komplett andere Route, wo wir aber erstmal noch nicht hin müssen. Wir haben erstmal ganz andere Probleme. Ich sag's euch, ey. Ich sag's euch. So, wie gesagt, wir waren bei der ganz kurz bei der Stadt beim letzten Mal, aber jetzt müssen wir nochmal hin. Stellt euch auf total lustige und informative Gespräche ein. Hier kann ich echt nicht rüber, ey. Die roten Stiefel, ne, sind nur für den Olle, für den ollen ersten Fluss da. Oh, schnell dem vorbei. Oh, oh. Hello there, miss. Ja, ja. Watch how you go. Ja, ja, hello there. Oh. Mann, oller Sack. So, hier waren wir. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. So, ich muss jetzt schon hier sein, oder? Na? Oh, Tektites und Levers. So, komm her. Uff. Nee, dumme Geräusche, ey. Uff. So, hast du noch ein bisschen Money? Yeah. So, wir werden nicht alles kaufen können, aber wir brauchen auch nicht alles. So, da sind wir. Ja, ja, ich habe auch schon hier Quatschen gehört hier. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. So, da wir die Flöte schon haben, kann ich jetzt erstmal, bevor es nach oben zum Marktplatz geht, nochmal nach links going. Nach links going. So, dann rüstet man schon mal die Flöte aus, die man halt echt nur ein einziges Mal braucht. Übrigens, die Harfe, ich glaube, das habe ich verwechselt. Entweder bringt es einen zurück zum Start oder zurück an den Anfang eines Tempels. Weiß ich jetzt aber auch nicht. So, mit der Flöte halt, kann ich so benutzen? Nee. Dude, falsch. So, aber gleich hier ist eine Schlange. Ganz toll, oder? Vorsicht, das Feuer kann eintreffen. So, jetzt haben wir die Flöte eingesetzt, die Schlange vernichtet und dafür einen neuen Zauber bekommen. Die Flöte haben wir tatsächlich noch in unserem Inventar, wo wir die gar nicht mehr brauchen. Aber okay. Verzeihung, jetzt haben wir so einen komischen Zauber. Ja, der ist... Naja. Guckt's euch an. Kann man schön so eine Feuersäulen vor sich in Halbkreis spawnen. Aber so toll ist das halt alles echt nicht. Vor allem halt da, ne... Ja, da es alles Geld kostet und nicht stärker wird. So, jetzt haben wir hier noch so einen ganz kleinen, ja, unsinnigen Ort. Ich glaube nicht, dass das irgendwie relevant ist. Und das ist übrigens auch so ein Problem des Spiels. Ne, ganz im Ernst. Man läuft rum, erkundet die Gegend, entdeckt, oh, guck mal, hier ist ein Haus. Ja, hier ist ein Haus. Was mag hier sein? Und dann ist da absolut nur Müll. Pass auf. So. War das hier? Hallöchen. Oh mein Gott. Geister. Lives in a world of water. The entrance is hidden and you may never find it if you feel the touch of falling in. You can cross any ford in Scotland's River with the Red Boots. With the Red Boots. Okay, der hat irgendwie gesagt, ja, es gibt einen bösen Ganon, also einen Scherge von Ganon, der ganz weit weg im Wasser lebt. Da kommen wir niemals so hin, wenn wir nicht wissen, wo und so weiter alles. Und ja, sonst ist hier... Hier ist halt echt nichts. Und warum sind das? Das sind, glaube ich, echt, weil die Hütte ist kaputt. Das soll hier, glaube ich, Geister sein. Toll, oder? Hier kann ich auch nicht rein. Also, ja, so komplett sinnlos ist es ja nun nicht, aber... Ja, es sind halt immer nur so eine komischen Hinweise.
Ja, wir können wohl alle River, alle Flüsse in einem bestimmten Gebiet können wir mit den roten Stiefeln überqueren. Ja, aber meines Wissens nach halt echt nur die, wo wir schon waren. So, sind wir hier auf der Seite, okay. Sonst ist hier nichts weiter, wir können wieder zurück. Wow. Ah. Da, oh, oh. Alter, was? Voll getroffen. So, jetzt muss ich nicht abquetschen, ne? Das darf jetzt nicht sein. Falls, gib mir ein Herz. Wow, Herz. Ach, naja, Money ist auch okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Ey, ist immer so blöd mit heilen. Ich kann mich nicht heilen. Die machen so viel Damage. So, die alte Frau kennen wir schon. Jetzt sind wir hier. Neu. Hoppala. Hi there. Don't worry about the dog. He won't bite. I wish he did bite. Then there'd be a little excitement here in Great Wimbish. Alter. Nothing ever happens here. When people do come, they're even more boring. Everybody's dull. Alter, der Typ beschreibt es komplett. Also er hat gerade echt gemeint, hallo, mach dir keine Sorgen um den Hund, er beißt nicht. Ich wünschte, er würde beißen. So nach dem Motto, da würde hier mal was Spannendes passieren, denn hier ist alles langweilig. Immer wenn neue Leute nach Great Wimbish, so heißt das Dorf, kommen, wird es nur noch langweiliger. Hm, alle sind hier richtig dumm. Alter, was zur Hölle? So, dann gehen wir mal hier rein. In einen Laden. Hello, little one. I hope I can be of help to you. Did you see my dog out on Upper Street? How did he smell? With his nose, of course. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Der Typ denkt, er ist witzig, er ist komisch. Ja, hallo, ich rutsche schon mal deinen Rubin aus. Ja, hallo, habt ihr meinen Hund vorne gesehen? Na, wie riecht denn mein Hund? Natürlich mit seiner Nase. Also, Alter! Egal, ich kaufe ihm jetzt mal seinen Knochen ab für seinen eigenen Hund. Ist richtig dumm. Aber okay, hier. Oh, that was smart. Come again, little one. Come again. Okay, und was funkelt immer? Okay, erstmal verarscht er uns oder was? Von wegen, ah ja, das war schlau. Das war klug, Little Prinzessin. Ja, komm jederzeit wieder. Ja, wo ist der? Hat jetzt einen Schmerz. Jetzt haben wir hier so einen scheiß Knochen. Und den können wir echt seinem Hund geben. Aber erstmal, hallo, wer sind Sie denn? Is a shrine a thing to be taken lightly? No, and a candle is needed to light a shrine. We may joke to pass the time, Princess, but we are all troubled about the future of Ptolemaic. You must seek out the tablets and save us. Alter, okay. We may joke to pass the time. Ja, okay. Alter, Alter, wie lange labert der? Der hat mir jetzt wieder so einen scheiß Witz erzählt. Was? Ich hab dich schon wieder gesehen. Alter, was denn hier los, Mann? Die sind alle voll bescheuert. Der hat gerade irgendwie meint, ja, wir heute noch irgendwie so einen dummen Wortwitz erzählen mit wie, was gibt's für helle Tempel und wie erhält man einen Tempel? Natürlich mit einer Kerze. Ah! Und dann, ja, okay, ich versuche nur lustig zu sein, obwohl ich voll Angst habe und ihr müsst uns unbedingt helfen. So, den Knochen geben wir jetzt dem Hund. Und der hat eine Axt ausgeschissen. Geil, für den Knochen. Das ist eine weitere Waffe. Oh Mann, ey. Warum haben wir die Flöte noch? Die brauchen wir nie wieder, Leute, ne? Guckt euch die ganzen Waffen an, was wir alle für Quatsch haben. Und das hört noch nicht auf, weil hier ist gleich der nächste Laden, wo wir einkaufen können, um noch mehr zu kriegen. At last, Madame Kriggle is approached by an innocent who wishes to grow in the use of magic and spells. My old friend Shermack has told me of your coming. I have awaited you many moons and suns. It is important to remember that magic adornments will defend thee from many beings who will attack you with magic. You may purchase my turquoise ring or my jade amulet to raise your defenses. Okay, ey, die labern alle und labern. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr versteht das alles so halbwegs. Also ja, die hat sich erstmal gefreut, dass wir endlich mal als Magieinteressierte in ihren Laden kommen und mal ein bisschen was kaufen wollen. Sie ist eine alte Freundin von Shermack, also die Stimme in unserem Kopf, die uns immer begleitet. Nein, ist ja keine Stimme in unserem Kopf, das ist ja eine große Fee, die wir auch besuchen können. Und ja, und sie bietet uns hier Sachen an, weil wir sie wohl brauchen werden, weil viele Gegner magisch angreifen und deswegen sollten wir uns irgendwie auch magisch schützen. Okay, ich weiß, was kann ich mir alles noch holen? Wir haben hier einmal, oh, für 20, so einen komischen roten Kristall. Für 100, das Ding. Und dann hier noch für 150 ein bisschen stärkeres Feuer.
brauche ich alles noch momentan überhaupt nicht. Und deswegen nehme ich einfach mal den euren kleinen Ring hier. Zack. A wise choice for setting out. Oh, come and see me again. Ja, eine weise Wahl. Ja, ja, kommt jederzeit wieder. So, nehme ich jetzt den oder gleich den teuren? Ich glaube, ich nehme gleich den teureren, oder? Ja, doch. A wise choice for setting ja, out. Das ist wirklich wise choice. So, jetzt haben wir hier echt schon wieder... Hier haben wir so ein starkes Feuer und unser Inventar wird immer voller. Das ist so übel. Aber ja, ist doch geil, oder? Come and see me again. Come and see me again. So. So, okay, jetzt noch ganz schnell. Warte, wir waren ja auch schon auf der rechten Seite. Ganz schnell nochmal, da war nämlich auch noch ein Haus neben dieser komischen französischen Yvonne. So, hallo. Hello, Zelda. I'm Eric and this is Ian. Oh, what do you mean? I'm Eric. I've always been. No, you're not. I'm Eric. Ah, Zwillinge, die sich selber nicht unterscheiden können. Hallo, ich bin Erik und das ist Ian. Was sagst du da? Ich bin Erik. Ach ja. So, hier können wir auch noch reingehen. Mit absolut nichts. Hello, Zelda. Welcome to my home. I'm the twin's father, and even I don't know which twin is which. Still, it is good of you to come and visit. My name is Zelda, and you must be the father. No, wait. That can't be true. You just came in. You must be Zelda. Der hat nur Quatsch gelabert. Der hält irgendwie, ja, hallo, ich bin des Vaters Zwillinge. Ich bin der Zwillinges Vater. Und ja, nicht mal ich kann sie auseinanderhalten, aber ich weiß, dass ihr Zelda seid. Und dann irgendwie, nein, ich bin Zelda, sie sind der Vater. Und ihr halt, Moment mal. Das ist ganz doof. Irgendwie. So, ich hab vergessen, hier ist noch ein Laden. Und der ist auch ganz später erst wichtig. Guck mal, es den auch nochmal an. Oh mein Gott. Who goes there? Oh, it's a young girl. Don't touch anything. People steal me blind. I know you all hate me. What did I ever do to any of you? I give an honest bark and I grind your coal into rubies. I stay open late and work my fingers to the bone. Do any of you appreciate it? No. Okay, der ist ein bisschen paranoid. Und ihr mir das Geräusch auf den Sack geht. Keine Ahnung, ist die Maschine da im Hintergrund oder was? Geh ich erstmal raus. Ja, wie so ein Typ. Ja, was wollt ihr? Ja, haut ab, alle beklauen mich nur. Ich weiß, dass mich alle hassen und ich hab nie was getan. Ich bin ein anständiger Arbeiter. Wir haben ja Arsch gemacht. So, der wird später nochmal wichtig. So, Leute, das war die Stadt. Und ja, es tut mir leid, ich werde jetzt wieder speichern und zum Anfang zurückgehen. Es tut mir leid, aber wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, am Anfang wird das noch ein bisschen nötig sein. Da müssen wir jetzt nochmal laufen. Aber ich habe halt einfach so viel mir schon wieder geholt, dass ich das jetzt unbedingt... Ach, ja, ich speichere einfach. Unbedingt speichern möchte. Ja, ich habe euch ja vorgewarnt, aber das ist schon okay so. Denn, zack, mir fällt schon was ein, um das zu überbrücken. Schneiden muss jetzt nicht unbedingt sein. Das dauert nicht lange. Keine Sorge. Und es gibt, wie gesagt, viele Sachen zu erzählen in dem Spiel. So, haben wir aber die ganze Stadt erkundet, müssen aber nochmal später dahin. Denn der Typ, der gerade so paranoid war, wird erst später nochmal wichtig. Dem haben wir noch was zu geben. Und wir haben noch eine Sache für 100 Rubine bei der Mage Witch Bitch da zu kaufen. Njong. So. Mal am besten gleich so eine passende Route, dass ich hier in so vielen Gegnerin renne. Versuche noch ein bisschen hier, vor allem bei so leichten Gegnern, ein bisschen die Rubine mitzunehmen. Warum denn nicht, ne? So. Ja, geil. Wenn ich 100 habe, ne, krieg ich ein neues Dings. Njong. So. Oh. So. Komm her. Zack. Weiter geht's. Oh, kann ich gar nicht durch. Wo bin ich? Da bin ich. Fatz. So. Zack, Herzchen. So. So, haut mal ab hier. Ich laufe einfach weiter, oder? Oder gut, vielleicht lassen die ein Herz droppen. Ah, tatsächlich ein Herzchen. Na, Dankeschön. So, raus hier. So, ich hoffe, ich komme noch in den zweiten Dungeon, aber eigentlich geht das noch nicht, denn ich brauche dafür noch einen bestimmten Zauber. Das ist auch ein bisschen fies, wenn man das nicht weiß. Man muss nämlich echt noch mal ein bisschen weit laufen, um den sogar zu kriegen. Ein bisschen die Welt erkunden. Ich weiß noch gar nicht, wie teuer der ist. Kann sein, dass ich den so einfach geschenkt kriege. Ich weiß es nicht. So, so Leute, wusstet ihr eigentlich, was heißt, wie solltet ihr das wissen? Aber wenn man sich jetzt über dieses Spiel informiert, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das Spiel allgemein unter einem unglücklichen Stern stand. Aber hier wurde auch sau viel geschnitten. Irgendwie, ich glaube, es ist von den Dialogen, von den eingesprochenen Dialogen, wie die da, sind wohl, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es sind wohl irgendwie nur 40% noch im Spiel.
so an die 60% an Dialoge mussten alle rausgeschnitten werden oder konnten nicht benutzt werden oder irgendwie sowas. So richtig übel. Und Kinder wissen genauso, warum. So richtig scheiße. Und irgendwie, es gab da mal so ein. Hab ich auch mal, als wie gesagt, wenn man sich informiert, dann findet man so ein paar Sachen raus. Es gab da irgendwie mal so ein Magazin, wo das, wie natürlich früher gab es eher Magazine, wurde es halt auch so angekündigt. Und dann irgendwie, ja, das wird. Es wäre, du wirst im Spiel auf 600 verschiedene Personen treffen und es wird ganz tolles Abenteuer und so viele Sachen werden passieren und ich bin gleich tot, verdammt. Das ist jetzt nicht geil. Mann, da muss ich schon wieder speichern und aufhören. Mann! Mann! Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach. Leute, das ist immer blöd, weil wisst ihr, es können halt Gegner in mir spawnen. Und das ist nicht so geil. Ach, wisst ihr, nein, ich kann auch noch nicht. Oder wartet mal, war denn hier gleich? War nicht eigentlich, ich überlege gerade die Karte im Kopf zusammenzukriegen, ob ich nicht irgendwo hier noch einen Safe-Spot habe, wo ich noch hingucken kann. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Wartet mal, weil ich glaube, dann bin ich gleich mal richtig crazy und whisky. Warte mal, war das hier? Ich hoffe, es ist nicht gleich ein Gegner, in den ich reinrenne. Bitte nicht. Okay, doch, da ist einer. Geht mein Herz, Mann. Kein Herz. So, hier, was steht da? Cockness schon wieder. Warte mal, war der hier? Den ich suche? Wartet mal. Oh, oh. Nein, war er nicht. Komm, ihr gebt mir Herzen. Ihr seid doch nette Gegner. Ihr seid nett. Gebt mir ein Herz. Mist, die geben mir alle kein Herz. Was ist das hier für ein komischer Abdruck hier? Was soll das? Dann gehe ich mal noch kurz hier hoch. Oh Gott. Ne, hier war es schon mal gar nicht. Hilfe, Mann! Oh, wartet mal. Ich glaube, rechts sind fiese Gegner. Ne, wartet mal. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin schon wieder ins Schweiß gebadet. Okay, unten war ich noch nicht. Bloß da wird es, glaube ich, nicht sein, was ich suche. Da ist ja bloß wieder eine Wiese. Oh Gott, die ollen Schießviecher. Nee. Weil ich bräuchte noch einen bestimmten Gegenstand. Dann könnte ich mich nämlich noch anderweitig um einen Herzcontainer kümmern. So, wartet mal. Hoppala. So, hier komme ich nicht rüber, ne? Aber ich kann den Vieh töten. Okay. Ach. Mist. Aber gut, dass das schon mal tot ist. Ich glaube, da oben, ich müsste bloß nach oben. Dann habe ich da den Herzcontainer. Aber. Wartet mal, da muss halt erstmal hinkommen, ne? So, hier habe ich alle Gegner schon platt gemacht. Ja. Ich würde halt auch gerne. Jetzt sind hier wieder die ganzen Gegner da. Muss ich auch aufpassen. Aber ich glaube, ich nehme eine Abkürzung und gehe einfach nach oben. So. Dann spare ich mir die linke Seite da. Man kann sie auch nirgendwo heilen, ey. Man braucht immer die ollen Herzen. Oder halt für 200 Rubine so einen ollen Heiltrank. Aber den will ich jetzt unbedingt holen. So, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Hoffentlich kein Gegner in mir spawnen. Ich schlage einfach mal gleich wie bekloppt. Oh mein Gott. Guckt euch das Vieh an, Leute. Oh, Rubine. Oh! Ja, ein Herz. Oh. Oh, sehr gut. Alter, habt ihr das Riesenvieh gesehen? Alter, das gibt's doch gar nicht. So. Okay. Dann würde ich sagen, ich hole mir schnell den Herzcontainer und speichere dann, Leute. Das ist jetzt. Seid mir nicht böse, aber der muss hier irgendwo sein. Oh Gott. So, das hier sind tatsächlich lebendig gewordene Scheißhaufen. Ja, fragt mich doch nicht. Es sind Scheißhaufen. Nein, sind es vielleicht nicht, aber. Aber naja, ihr wisst schon. Das Spiel halt. Uah. Oh Gott. Alter, hier ist was im Busch gewesen. Voll fies. Okay. Da gibt mein Herz, du Sau. Gib mir ein Herz. Nee, hier gibt mir nur Geld. So, wartet mal. Ich glaube, ich bin aber gleich da bei dem Herzcontainer. Hier ist er. Okay, kein Gegner. Schnell rein hier. Schnell rein da. So. Guckt euch das an, Leute. Da unten. Jetzt müssen wir so ein bisschen rumeiern. Ein bisschen Testing. Guck. Hier bin ich. Hier ist Zelda. So, und hier ist Zelda nochmal. So, hier ist es nicht. Man muss hier echt ein bisschen. Ja, jetzt bin ich richtig. Ein bisschen hier rumeiern. Ja. Und, komm schon. Na. Oh Gott, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da ist doch der Herzcontainer. Jetzt gib ihn mir. Okay, wartet. Ich muss hier erstmal. Hier muss man einfach rumsuchen. Oh, wie kann man denn da nochmal ran? Wartet mal. Wie komme ich. So. Jetzt bin ich wieder hier. Dann hier, glaube ich, nach ganz unten. Oh Gott, was ist denn bitte? Ich.
Ja, entschuldigt Leute, ich sehe nichts. Ist er vielleicht von hier aus? Aha, jetzt bin ich hier unten? Ist das richtig? Oben geht's nicht lang, nach rechts geht's nicht lang, nach unten geht's nicht lang. Nee, ich kann wieder nach links. Oh Gott, ey. Wie scheiße ist das denn? Komm schon, unten glitzert da doch der Herzcontainer. Oder wie es hier ist, ein Crystal Heart. Ah, ich komme hier nicht. Wo zur Hölle? Nee, jetzt bin ich irgendwo. Wo bin ich denn jetzt? Na, komm schon. Mensches Kinder, wie war denn das jetzt nochmal? Ich muss doch von irgendwo da hinkommen. Ich glaube einfach hier runter. Nee, jetzt bin ich hier. Leute, was ist hier los? Ich komme da einfach nicht ran. Aber der müsste schon holbar sein. Ja, ich muss halt bloß diesen olle Labyrinth hier finden. Ist das alles toll. Ich hänge hier irgendwo mal fest. Ich hänge hier fest. Ich weiß nicht wie. Ich versuche gerade das Layout in meinem Kopf zusammenzukriegen. Aber es geht irgendwie nicht. Na komm schon, ich lupfe einfach ein bisschen rum hier. Ein bisschen... Nee, hier. Hier sieht es ja fast so aus. Aber nee, ich dachte... Warte mal, wartet nicht irgendwie? So... So, nee, hier irgendwie... Hä? Ich war doch hier schon mal irgendwie besser. Jetzt bin ich wieder hier? Hier war ja auch kein Entkommen. Ja! Oh, endlich! Meine Güte! Also, ja, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz kurios. Ich will hier wieder raus. Oh, jetzt bin ich hier. Okay. Raus. So, wieder draußen. Aber Leute, wie gesagt, ich speichere. Aber das ist auch ja nicht gar nicht so schlecht, denn... ich hole mir jetzt einfach... Ach, Mann, Mist, ich habe ja noch nicht das eine Ding da geholt. Aber ist mir sicherer so, Leute. Seid mir nicht böse. Wie gesagt, ich habe euch vorgewarnt am Anfang, weil wir ein bisschen laufen müssen, immer wieder, aber das ist echt die sichere Variante. Dann aber bedanke ich mich bei euch für euer heutiges Interesse. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und hoffentlich schaffen wir das, denn ey, jetzt bin ich ja noch stärker. Wie gesagt, ein Herzcontainer macht auch uns stärker. Und wir halten mehr aus. Oh, Gott sei Dank. Bis dann. Ciao.